Willkommen zu einem kleinen Infovideo, um das ich jetzt eigentlich doch nicht rumkomme. Ich habe gesagt, ich mache am Ende der E3 ein großes Video, aber ganz ehrlich, der Hype hat mich jetzt ein bisschen gepackt. Ich muss hier jetzt einfach was zu machen. Es geht gar nicht anders. Und zwar Forza Motorsport 7. Das ganze Spiel wurde gestern auf der E3 vorgestellt, bei der Microsoft Pressekonferenz um 23.15 Uhr ungefähr. Als allererstes Spiel, was auch direkt die Power der Xbox One X gezeigt hat. Dieses Video soll einfach nur sämtliche Informationen, die wir bisher haben, zusammenfassen und auch ein klein wenig spekulieren und meine Meinung dazu. Und zwar, erstmal so allgemein, das Ganze wird spielbar sein auf der Xbox One, auf der Xbox One S, auf Windows 10 und auf der Xbox One X logischerweise. Das heißt, das ganze Spiel ist zwar für PC und Xbox One X optimiert. Ihr könnt es allerdings auch auf der normalen Xbox One spielen oder auf der normalen One S. Grafisch wird es, denke ich, ungefähr gleich aussehen. Nur eben mit vielleicht ein paar weniger Details und 4K wird es logischerweise nicht schaffen. Das ist nämlich direkt der nächste Punkt. Auf der Xbox One X und Windows 10 wird es, sofern man halt beim PC dann die passenden Grafikeinstellungen hat, beziehungsweise das passende Equipment hat, wird das Ganze 4K und 60 FPS schaffen. Ob das jetzt wirklich echtes 4K ist oder hochskaliert, weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Des Weiteren kommt das ganze Spiel am 3. Oktober 2017 raus. Und wenn man Forza Motorsport 7, also es ist ja auch so, dass die Xbox One X, ja, ungefähr einen Monat später rauskommt, nämlich am 7. November 2017. Wenn man jetzt allerdings sich trotzdem schon Forza Motorsport 7 für die normale Xbox One gekauft hat, beziehungsweise auch für Windows 10, dann kann man es später auf der Xbox One X trotzdem spielen mit eben der vollen Power. Da muss man sich nicht nochmal kaufen. Ja, dann zu den verschiedenen Editions, die natürlich bekannt sind. Und zwar haben wir die Standard Edition, die Deluxe Edition und die Ultimate Edition. Wer hätte es gedacht? Die Standard Edition steht preislich bei 70€ und beinhaltet Forza Horizon 3, mehr nicht. Die Deluxe Edition steht bei 90€ und sofern man sie online kauft, bekommt man Forza Horizon 3, das Fate of the Furious Pack VIP sowie Forza Motorsport 7 and Forza Horizon 3 Digital Only Bonus Content. Bei Horizon 3 war dieser Bonus-Content ein Car-Pack, beziehungsweise 2. Jetzt steht hier ja allerdings Forza Motorsport 7 und Forza Horizon 3 Digital Only Bonus-Content. Was also jetzt dieser Motorsport 7 Bonus-Content ist, weiß ich nicht. Kann man absolut nichts zu sagen. Und logischerweise gibt es noch die Ultimate Edition für 100€. Die beinhaltet Forza Horizon 3, das Fate of the Furious Car-Pack, VIP, Digital Only Bonus, Car Pass und Early Access am 29.09., also 29. September 2017, das ist ein Freitag. Nur mal so nebenbei. Allgemein kann man weder zum Fate of the Furious Pack noch zum VIP Pack noch zum Digital Only Bonus was sagen. Die Inhalte sind nicht bekannt. Informationen halten sich diesmal wirklich unfassbar bedeckt. Aber gut. Das ganze Spiel beinhaltet über 700 Autos sowie über 30 Strecken mit über 200 Varianten gesamt. Und ja, ich würde sagen, komme ich doch mal direkt zu den Fahrzeugen. Und zwar haben wir da, bisher bekannt aus Trailer, aus der Forza Motorsport-Seite, Twitter oder ähnliches bekannt, die Acura NSX von 2017, dann den 65er Alfa Romeo Giulia TZ2, den 1934er Alfa Romeo P3, 2016er Aston Martin Vantage GT12, 2006er Aston Martin Nummer 7 oder Nummer 007, Aston Martin Racing DBR9, der 2016er Audi R8 V10 Plus, der 2014er Audi Nummer 45 Flying Desert Motorsports R8 LMS Ultra, der 2014er BAC Mono, der 2014er Bentley Nummer 7 M Sport Bentley Continental GT3, der 2016er BMW M4 GTS, der 2014er BMW Nummer 55 BMW Team RLL Z4 GTE, der 2014er BMW Nummer 56 BMW Team RLL Z4 GTE, der 2009er
BMW Nummer 92 Rahal Letterman Racing M3 GT2. Der 1997er BMW M3 E36. Die 2014er Chevrolet Nummer 3 Corvette Racing Corvette C7R. Die 2011er Chevrolet Nummer 4 Corvette Racing ZR1. Die 1969er Chevrolet Camaro Supersports Coupé. 2016er Dodge Viper ACR, die 2014er Dodge Nummer 93 SRT Motorsport Viper GTSR, der 1967er Eagle Westlake T1G, der 2015er Ferrari F12 TDF, der 2014er Ferrari FXXK, der 2014er Ferrari Nummer 51 AF Corse 458 Italia GTE, der 2014er Nummer 62 Risi Competition 458 G Italia GTLM, der 1962er Ferrari 250 GTO, der 1967er Ferrari 250 Testarossa, der 2017er Ford GT, der 2016er Ford Nummer 66 Ford GT, Ford Racing GT Le Mans. Bisschen durchatmen. Der 1969er Ford Mustang Boss 302, der 1967er Honda RA300. 2014er Jaguar Nummer 14 Emil Frey GT3 Jaguar XK, 2016er Koenigsegg Regera, 2016er Lamborghini Centenario LP770-4, 2015er Lamborghini Nummer 6 und Nummer 63 Squadra Corse Huracan LP620-2 Super Trofeo, 2014er Lamborghini Nummer 14 GMT Racing LP570-4 Super Trofeo. Ab ins letzte Drittel. 2014er Lamborghini Nummer 18 Dragon Speed Gallardo LP75-4 Super Trofeo. Maserati Nummer 35 Calamia Swiss Team MC Trofeo. 2014er Mazda Nummer 70 Speed Source Lola B12-80. 1997er Mazda RX7. 2014er McLaren Nummer 60 Baytech 12C GT3. 2017er Mercedes AMG GTR. 2015er Mercedes-Benz Nummer 24 Tankpool Racing Truck. 2014er Mercedes-Benz Nummer 84 HTP Motorsports SLS AMG GT3. 1955er Mercedes-Benz 300 SLR. 2017er Nissan GT-R. 2015er Nissan Nummer 1 Nismo Motul Autech GT-R. 2016er Pagani Huayra BC. 2015er Porsche Nummer 19 Porsche Team 919 Hybrid. 2011er Porsche Nummer 45 Flying Lizard 911 GT3 RSR, 1960er Porsche 718 RS60, 2016er Radical RXC Turbo, 1965er Shelby Cobra Daytona Coupé, 2016er Spania GTA Spano, 2013er SRT Viper GTS sowie der 2015er Ultima Evolution Coupé 1020 oder 1020. Und selbstverständlich das Cavaca, das gestern die Weltpremiere gefeiert hat. Das muss man sich mal vorstellen, wie weit man es da mittlerweile gebracht hat in der Gaming-Industrie, dass da zusammen mit der Automobilindustrie weltweit ein Fahrzeug das Debüt feiert. Da hatte ich echt Grinsen. Da muss ich echt grinsen. Der 2018er Porsche 911 GT2 RS ist selbstverständlich auch im Spiel vorhanden. Was hier jetzt sofort auffällt, bis auf den 911 GT2 RS, beziehungsweise 991.2 GT2 RS, ist noch kein einziges neues Auto bekannt. Da, gut, also weiß man jetzt natürlich nicht, kommen da noch viele, kommen da vor allem die neuen GT-Wagen, die sich ja wirklich viele gewünscht haben. Oder Tourenwagen ist auch nichts bekannt, hat man nichts gesehen. LMP ist auch nur dem Porsche, also darf man mal gespannt sein, was da noch so kommen wird die nächsten Wochen. Sofern es neue Informationen gibt, werde ich euch auf dem Laufenden halten. Und natürlich auch, sofern ich ein Auto übersehen haben sollte, unten reinschreiben. Logischerweise. Dann zu den Strecken. Ist jetzt auch noch nichts direkt bekannt. Es sind halt so Strecken bekannt wie die Nordschleife beispielsweise. Und es sind aber auch drei neue Strecken auf der Next Gen bekannt. Das erste ist Mugello.
Der Mugello Raceway. Ja, schöne Strecke, wie ich finde. Gibt es auch in der Assetto Corsa, fahre ich echt gern. Dann der Fan-Favorite nach Fujikaido kehrt zurück. Maple Valley wurde auf Twitter und im Interview bestätigt. Ja, Maple Valley bin ich ja persönlich selbst noch nicht gefahren, aber gut. Und jedes Forza Motorsport hat ja so eine Coverstrecke, eine Fantasy-Strecke, die jetzt neu dabei ist. Und zwar, es ist dieses Mal Dubai, und zwar der Hafid Mountain Pass. Eine Strecke, die, wenn ich jetzt aus dem Trailer und aus dem Gameplay richtig gesehen habe, die Strecke ist arschgroß. Und vor allem ist es wirklich, du hast Bergpassagen, du hast eine Autobahn, du fährst unter einem Flugplatz durch, an einem Hotel vorbei, also die Strecke, die sieht wirklich bombastisch aus. Dann wurde auch noch angekündigt, ein neues Ligensystem. Ist halt so in Richtung E-Sports, war ja irgendwo logisch, dass es kommt. In Kombination damit mehr Optionen im Zuschauermodus wurden angekündigt. Was man auch gesehen hat, dynamisches Wetter. Gerade mal gerade auf dem Nürburgring gesehen, beim Gameplay. Dynamischen Tag-Nacht-Wechsel hat man noch nicht gesehen. Das ist interessant für mich. Denn ich weiß, ich bin mir ziemlich sicher, wenn es den geben würde, hätten die den gezeigt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber gut, kann man nur spekulieren. Was man auch schon gesehen hat, es wird endlich mal Wind geben, der die Fahrzeuge zumindest auch optisch beeinflusst, da sich der Flügel bewegt, die Karosserie bewegt sich im Sturm. Also das sind so kleine Details, die ein Spiel einfach so unfassbar viel schöner machen, finde ich. Dann ein Feature, was irgendwie aus irgendwelchen Gründen, ich weiß selber nicht genau warum, aber was ganz groß dabei ist. Fahrer-Customization, also dass du, ich glaube, es waren 300 verschiedene Optionen, wie du deinen eigenen Fahrer gestalten kannst. Gut, das geht mir persönlich am Hintern vorbei, weil wenn ich fahre, dann gucke ich nicht auf den Fahrer, sondern aufs Auto und auf die Strecke. Bodykits werden zurückkehren, hat man gesehen beim RX-7 und beim E36. Dann auf Twitter auch noch. Ja, ich weiß nicht, ob es eine Ankündigung ist oder nicht. Ich setze es einfach mal in Klammern. Der gute Dan Greenawald, der kann einfach nicht an sich halten. Und zwar hat er geschrieben, Moment, ich muss das ganz kurz für mich raussuchen, was er denn genau da fabriziert hat. Vorbereitung. Ah, da ist es. Also, jetzt darf es auch noch laden. Bitte. Wäre nett. Und zwar auf die. Das war so eine Verkettung von Features, die sich gewünscht wurden. Und da hat eben der User I am Farron geschrieben: Return of Hashtag Unicorns as Forza Torn Events would be epic. Und Dan Greenewald hat darauf geantwortet: Count on it. I don't usually confirm features on Twitter, but I love Forza Torn. Persönlich denke mir da schon, dass wir dann dementsprechend Forza Torn bekommen werden in Forza Motorsport 7. In welcher Form ist natürlich so eine Frage. Weil man kann natürlich jetzt nicht sowas machen wie sammle 30 Sprungfähigkeiten oder sowas oder 30 Playground Areas. Natürlich nicht. Aber da kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, da mal auf Twitter dem Dan Greenewald zu folgen, weil der plaudert da schon ganz gerne mal das ein oder andere aus. Außerdem wurde noch angekündigt erweiterte Fahrhilfen. In welcher Form weiß ich nicht. Vielleicht in der Assetto Corsa, dass man einstellen kann. ABS Stufe 1, ABS Stufe 2, ABS Stufe 3. Ich weiß es ehrlich nicht. Da kann man nichts zu sagen. Außerdem werden Mods zurückkehren. Also das sind jetzt nicht so GTA 5K Mods oder sowas. Sondern in Forza Motorsport 6 gab es Mods im Sinne von: In diesem Rennen hast du 5% weniger Traktion, bekommst aber dafür 20% mehr Credits. Sowas in der Art. Was im Trailer jetzt auffällt, im Trailer wurde nicht mal das Cover Car gezeigt. Also ich glaube, ich weiß es wirklich nicht, ich glaube, die planen irgendwas im Hintergrund, aber ich kann es echt nicht sagen. Autos hat man bisher nur ein neues und das wurde nicht mal im Trailer gezeigt. Das ist für mich wirklich ein bisschen suspekt. Aber gut,
Was sie auch noch auf der Forza Motorsport-Seite geschrieben haben: Forza Motorsport 7 offers more Porsche models than any racing game and an unparalleled portfolio of car manufacturers, including every premium brand. Every premium brand. Das heißt, für mich persönlich ist Volkswagen eine Premium-Marke. Ich denke dementsprechend, dass wir in Motorsport 7 eben jetzt durch das hier, durch das, was Sie hier geschrieben haben, dass da Motorsport 7 Volkswagen wieder enthalten wird. Zumal wir es ja auch schon in Need for Speed Payback haben werden. Ja. Und was man halt auch noch sieht auf dem Thumbnail zum E3 Trailer auf der Xbox-Seite, auf dem Xbox-YouTube-Kanal. Inwiefern das jetzt richtig ist oder nur für einen Trailer, weiß ich nicht. Aber man sieht eine Boxencrew. Man sieht eine Boxencrew. Und das ist für mich super, super interessant. Werden wir endlich mal Leute haben, die sich ums Auto rumstellen und die Reifen wechseln oder die wenigstens mal hier über die Scheibe, über die Windschutzscheibe polieren. Ich weiß es nicht, aber es wäre cool. Es wäre wirklich mal cool. Ja, das wär's dann eigentlich. Das sollten so ziemlich alle Informationen sein, die bis dato bekannt sind. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja. Über eine Bewertung würde ich mich freuen. Wenn ich irgendwas vergessen habe, gerne unten reinschreiben. Ja. Bis nächstes Mal. Servus.